ein neues Video. Heute geht es um einen Hilfstransport. Wir haben schon mal darüber berichtet und einigen von euch kommt dieser LKW vielleicht bekannt vor. Die Barber Angels haben hier auf Mallorca ganz aktuell einen nächsten Hilfstransport organisiert. Ein 40-Tonner, da steht da im Hintergrund, jede Menge Motorradfahrer wollen jetzt zumindest in Cala Mayor bei den SOS Mamas für ein bisschen Ruhe sorgen, denn Hilfsgüter werden auf dieser Insel jede Menge benötigt. Alle in die Richtung gucken! Das ist das zweite Mal, dass 40 Tonnen Hilfsgüter nach Mallorca kommen. Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin immer noch total emotional. Oh, pardon. Ich bin immer noch sehr emotional, weil ich finde das Wahnsinn. Und eine große Leistung an unsere Leute drüben in Deutschland, die von den Barber Angels so viel geholfen haben. Das ist einfach toll, einfach klasse. Ja. Uno, dos, tres, spaghetti. Das sind Banyanen. Das ist, glaube ich, wo sind denn die Cuttermesser? Nein, dann kommen noch. Die kommen hier. Okay, dann kann ich dann. So, du bist den Transport gefahren. Vorher ist ein Kollege von eurer Firma das erste Mal mit einem nagelneuen LKW hier auf die Insel gekommen und auf Mallorca zu helfen. Wie war das für dich? Wie war die Fahrt? Es war für mich schon eine besondere Fahrt, weil für solchen Zweck, sag ich mal, fährt man nun mal nicht alle Tage. Ja, ich habe mich natürlich gefreut, als ich die Tour gekriegt habe. Und ja, wenn meinen Leuten helfen kann damit, macht es natürlich noch mehr Spaß. Oder? Wir haben Kartoffeln gespendet bekommen, großartigerweise. Einmal haben wir 1000 Kilo von einer Kundin von Katrin Brun gespendet bekommen. Und die anderen 1000 Kilo, die wir bekommen haben, die sind ja, organisiert durch die Gabriele Brakebusch, die Landtagspräsidentin. Und wir haben eine Tonne quasi jetzt in losen Kartoffeln. Da haben wir im Vorfeld Säcke besorgt, dass wir quasi diese ganzen Kartoffeln auf Säcke umteilen können, damit wir es transportieren können. Und ja, so geht das jetzt hier ab. Also gab es aus Magdeburg sogar vom Landtag Unterstützung? Ja, ja, großartig. Ganz lieben Dank. Hat uns da sehr unterstützt, hat die Firmen akquiriert und hat gesagt, Mensch, es gibt dann Hilfstransport, bitte, wenn ihr könnt, spendet was. Ja. Bitte andere Seite. Andere Seite. Okay, okay. Ja, genau. Ja, das ist von Markus, es ist das zweite Mal, dass ihr von den Barber Angels hier auf Mallorca 40 Tonnen Hilfsgüter organisiert. Das sind jetzt 80 Tonnen Hilfsgüter, die jetzt mal soeben von euch organisiert wurden.
Das sieht ja überwältigend aus. Für wie lange hält das? Es ist überwältigend. Und da nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an das Chapter Magdeburg in Deutschland, die das innerhalb von 5 Wochen auf die Beine gestellt haben, organisiert haben. Und das hält jetzt ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und dann ist das weg? Dann ist es weg. Jetzt sind ja alle dabei. Wir sehen ja auch Früchte-Großhändler, unterstützt euch mit voller Kraft hier. Wie läuft das mit der Zusammenarbeit? Super. Also mittlerweile sind wir in der Mitte der maritimen Gesellschaft angekommen. Barber Angels auf Mallorca. Und wir haben hervorragende Unterstützung. Ihr macht ja in Cala Major eine Ausgabe und kümmert euch um Hilfsbedürftige. Genau. Als ihr angefangen habt, wie viele Helfer waren es da und wie viele sind es jetzt? Wir haben mit 6 Leuten angefangen, 6 Freiwilligen, im Oktober 2020 und hatten dann ungefähr 150 Leute gehabt, Menschen gehabt, die im Monat zu uns kamen. Mittlerweile sind wir 6 Barber Angels fest da und 30 freiwillige Helfer. Und unterstützen im Schnitt so um die 1500 Menschen im Moment im Monat. Tendenz steigend. Ist auf der ganzen Insel so? Ist auf der ganzen Insel so. Und das nur bei uns jetzt hier im kleinen Cala Major. Ja. Wenn du jetzt die Nachrichten verfolgst, es geht ja immer, Mallorca ist ja immer Brennpunkt. Ja. Man möchte am liebsten die Bilder sehen von einem offenen Bierkönig, von saufenden Touristen am Strand. Ist alles nicht. Und auch an Herrn Lauterbach, bitte informieren Sie sich richtig, bevor Sie irgendwas von sich geben. Und das ist auch der Appell an die deutsche Bundesregierung. Hier ist alles zum Erliegen gekommen. Wir haben hart gekämpft dafür, dass unsere Zahlen so niedrig sind. Wir hatten den härtesten Lockdown in ganz Europa gehabt. Und das lassen wir uns auch nicht kaputt machen. Und darum im Moment, Bierkönig, Ballermann, alles ist gestrichen. Genau, alles ist zu, keine Restaurants haben offen. Die Touristen sind gerne gesehen. Wir brauchen die Touristen ganz, ganz dringend auf der Insel, damit die Menschen wieder in Lohn und Brot kommen. Ja, du hast Herrn Lauterbach schon angesprochen. Der hat ja jetzt auch unsere Universität angegriffen. Richtig. Auf Mallorca. Wir sind eigentlich froh, dass wir auf der Insel eine eigene Universität haben. Absolut. Und eines der modernsten Universitätskliniken Europas. Richtig. Und da kann sich Deutschland eine ganz schwierige Scheibe abschneiden. Auch das, was auf den Balearen oder auch in ganz Spanien passiert. Hier gibt es einen Plan, hier geht die Impfung gut voran und ich glaube, Deutschland hat eigene Probleme. Kümmert euch um euer eigenes Land und dann könnt ihr euch um uns kümmern. So, und während wir hier reden, werden wir gerade zugebaut. Ja. Ich drehe mich gerade mal um. Also noch eine Palette und wir hängen fest. Richtig. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, das ist jedes Mal überwältigend und ja, wir sind froh, dass wir diese Unterstützung erfahren. Leider Gottes ist es so, die Leute haben nach wie vor kein Geld, die haben Hunger und wenn man dann sieht, dass auch kleine Kinder kommen und die Augen leuchtet, wenn man ihnen jetzt im Moment aktuell einen kleinen Schoko-Osterhase überreicht, das ist unfassbar. Ja. Geht nicht ohne die Leute in Deutschland, es geht nicht ohne einen Spediteur, der sonst... Ich glaube, was macht der? Betonteile, ne? Kläranlagen oder irgendwie so große Teile genau, fährt der. Ja? Und der sagt, kein Problem, ich stelle den LKW. Zum zweiten Mal, ja. Richtig. Ein 40-Tonner plus Fahrer, ungefähre Kosten, wieder um die 5.000 Euro. Dann nochmal ganz herzlichen Dank an SBB Logistics in Magdeburg. Es ist einfach großartig. Ja, und man muss sagen, Logistik funktioniert auch hier. Ich habe noch nie gesehen, wie schnell so ein LKW entladen wird. Und ich glaube hier... Absolut professionell, richtig. Die sonst Früchte verladen, die machen hier... Einen irren Job, einen ganz irren Job. Und man muss sagen, die sind extra sonntags für uns gekommen, haben aufgeschlossen. Io grava in video, so muova. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Und die ganze Firma spielt mit und die haben auch gesagt, das machen wir. Wir können es als Profis am schnellsten. Richtig. Und das klappt. Genau, super. Ja. Also hier ist jetzt der Input, da steht der LKW und auf der anderen Seite stehen schon die Fahrzeuge, wo es verladen werden soll. Genau, richtig. Und dann geht's ab in unsere Ausgabestelle. Markus, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. El último. El último. El last one. Woo!
wir haben hier viele Organisationen auf Mallorca. Okay. Wir haben hier einen Mitarbeiter von Tador. Du sprichst 4-5 Sprachen sogar und bist Multitalent. Hast bei Tador schon gekocht. Und ihr versorgt Unmengen an Menschen. Wie viele Leute versorgt ihr im Moment jetzt mit Essen? Jetzt haben wir täglich kommen ungefähr 500 Leute. Ungefähr 400 Leute. Das bedeutet für uns, wir müssen vorbereiten, weiß ich nicht, 1000 Essen, weil diese Leute bekommen von uns Mittagessen und Abendessen. Mhm. Und das ist nicht alles, weil wir haben auch eine Zweihause mit ungefähr 100 Leuten. Und für diese Leute auch, wir müssen vorbereiten Essen und Obst und Gemüse und Brot und weiß ich nicht was alles. Ihr kocht ja nicht in einer Großküche. Viele von euch denken, ihr habt eine richtige Großküche, aber das ist eigentlich eine ganz normale... Nein, das ist eine ganz normale Küche. Das ist eine kleine Küche für zwei oder für drei Koche, max. Und das ist keine professional oder spitzprofessional Küche. Das ist die ganz normale Küche. Und ja, diese zwei oder drei Koche, welche kommen jeden Tag, das sind freiwillige Koche. Sie haben viel und viel zu tun. Jeden und jeden Tag. Und wir sind geöffnet ganz Jahr. Wir haben nie einen Tag ist Tardor zu. Das bedeutet 364 Tage pro Jahr. Wir kochen und wir geben raus Essen und Lebensmittel. Vielen Dank, dass du das mal so gesagt hast. Die Leute denken immer, wer versorgt dir alles? Du bist einer von vielen und direkt in Palma. Und ihr macht einen großartigen Job. Dankeschön. Dankeschön für alles, Tardor. Bin ich nicht allein. Wir sind alle Leute, welche arbeiten in Tardor, wir sind alles Volontario, wir sind alles Freiwillige. Und ehrlich, wir arbeiten jeden Tag für Leute, welche leben auf der Straße. Nee, danke, was soll ich hin? Alterladen? Oh, Schokohasen. Sarah, wie ist das für euch, wenn ihr hier Ausgabe macht? Beschreibt das mal. Ein unbeschreiblich schönes Gefühl, weil man was Gutes tun kann, weil man mithelfen kann, auch wenn man selber, also alle unsere Mädels, Jungs, die mit hier sind, die stehen natürlich momentan so und wissen nicht, wie es weitergeht, weil sie selber keine Arbeit haben. Können hier aber was Gutes tun in dem Sinne, weil ich meine, es sind so viele Menschen, die hier hinkommen. Ich meine, wir haben momentan wir haben zwei Ausgabenstellentage, also zwei Tage, wo wir geöffnet haben, zwischen 100 und 200 einzelne Personen, die hier hinkommen. Klar, heute ist Sonntag, es sind ein paar Menschen mehr unterwegs, es sind viele Mallorquiner, die unterwegs sitzen, sind, die jetzt auch in den Restaurants sitzen. Wir haben ja noch höhere Restriktionen, heißt es, ne? Also mehr Regeln bekommen über Ostern bis zum 11. April. Das heißt, die Leute dürfen uns privat, im privaten Raum gar nicht treffen, sondern nur draußen. So, das heißt, dass du dich mit deinen Freunden natürlich draußen hilfst. Oder ich war heute ganz schlau, ich habe meine Mädels einfach mitgenommen und habe gesagt, Mädels, wir können heute was Gutes tun, den LKW mit ausladen, die total begeistert sind. Ja. Das dauert zwei Stunden. Und da sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, wie Hilfe auf Mallorca so funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da, teilt das Video und vor allen Dingen helft uns dabei, dass A, die Leute hier auf der Insel vernünftig versorgt werden und dass B, nicht immer Leute denken, hier würden jetzt die Touristenströme kommen, die wir eigentlich bräuchten, damit diese Insel ja nicht weiter Hunger leidet. Und dass zuletzt
die am meisten im Moment darunter leiden, die Kinder irgendwann mal wieder vernünftig spielen dürfen, dass sie irgendwann mal vernünftig wieder Kind sein dürfen. Im Moment wird das durch Verbote und Regeln alles eingedämmt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss, sagt euch euer Micha.